Hier drin ist Zahnseide, also Floss, weil es ist ja so loses Zeug. Deswegen habe ich das jetzt in diese Packung getan. Natürlich Zahnpasta und zwei Zahnbürsten, eine für meinen Mann, eine für mich, diese Reisezahnbürste. Dann kann er sich auch mal zwischendurch die Zähne putzen. Und ja, das sind noch hier so Pflegetücher. Sagrotan, ich musste es ja immer alles sauber haben. Da werde ich erstmal das Baby Bay im Krankenhaus in der Uniklinik mit desinfizieren, bevor mein Baby da reingelegt wird. Und auch diesen Tisch, dieser hässliche Krankenhaustisch und dann auch noch hier so ein paar Dinger für die Toilette. Taschentücher, klar. Und hier habe ich noch jede Menge Zeug, wie zum Beispiel Haarbänder und natürlich darf auch nie meine Blume im Haar fehlen. Wer weiß, wir machen ja da vielleicht auch Fotos da und vielleicht machen wir auch ein Babyshooting da. Ich weiß nicht, ob die Uniklinik das anbietet, aber falls sie es anbietet und ich mich fit fühle oder wir uns alle fit fühlen, dann machen wir das, ansonsten mache ich das später. Und dann Binden. Oh, furchtbar. So Riesendinger, weißt du, so Maxi-Binden für die Nacht. Habe ich jetzt einfach mal ein Paket gekauft. Ich hoffe, dass das im Wochenfluss mal ganz schnell über die Bühne läuft. So, dann kommen wir zu unserer Fressabteilung für unseren Tag X. Und damit die Mami auch gestärkt ist und der Papi vor allem auch, weil der wird sich nämlich freuen, weil ich habe jetzt ein paar Sachen aufgebaut. Ja, der nickt schon, genau, der hält nämlich gerade die Kamera. Und zwar eine Edelnuss-Kernmischung, eher was für mich, weniger für den Papa. Dann, ach so, Kaffee, weil starker Kaffee soll ja auch den Darm schützen. Das gibt dann später mein Mann einfach irgendeiner Hebamme, der soll dann einfach einen ganz starken Kaffee daraus machen. Hier ist noch ein Igelball, ist auch immer empfohlen und damit kann man dann schön das Kreuz massieren. Wenn die Mama am Brüllen, am Schreien ist, wenn es schön kracht, dann habe ich für mich noch hier Dattel und vor allem auch Müsli für den nächsten Tag. Deswegen nehme ich lieber meine eigenen Sachen mit. Das Einzige, was wir dann noch kaufen müssen, ist frisches Obst an dem Tag. Ne? Aber dann haue ich mir halt ein Müsli rein mit Milch oder Joghurt, dazu ein paar Datteln und ganz viele frische Früchte. So, das ist die Abteilung Papa, damit er... was filmst du mich dafür so? Ich hänge hier schon voll Luder in meinem Bauch. Das ist hier die Abteilung Papa, da kriegt er... Da kann er sich da, während er mich da tatkräftig unterstützt, während wir unseren Kleinen auf die Welt holen, ein paar Riegel dazu. Und hier haben wir noch aus dem DM Proteinriegel geholt. Die finde ich ganz gut. Die geben auf jeden Fall richtig Power. Und genau. So, dann haben wir das schon mal. Und dann gibt es die Abteilung für den Papa, für den Mann. Wir hoffen ja auf ein Familienzimmer. Aber ich kann die Hoffnung sowieso eigentlich einfach mal ad acta legen, weil in der Uniklinik, das ist eh so ein überlaufendes Haus. Da brauche ich mir keine Hoffnung machen, dass wir da ein Zimmer bekommen. Und selbst wenn wir eins bekämen, dann kommt eh die nächste schwangere Frau am Schreien und dann kann er eh wieder ausziehen. Kommen wir nun zu den Babysachen, die ich einpacken werde. Und zwar, habt ihr das ja schon mal gesehen, habe ich hier für unseren kleinen Noah so ein Set gekauft hier. Mit einer kleinen Mickey Maus. Süß ist das, ne? Das würde ich gerne zum Shooting anziehen für den Kleinen. Und dazu gibt es noch die passende Hose. Aber die sieht so mini aus. Das ist Größe 56. Ich bezweifle, dass das eine 56 ist irgendwie. Weil die anderen 56er sehen irgendwie alle ein bisschen größer aus. Naja, egal. Auf jeden Fall ganz süß finde ich das. Dann habe ich hier noch für den Kleinen einen Schlafanzug. Ein dünnes Teil. Hier sowas. Das kommt dann mit. Finde ich ganz schön, dass die Sachen immer so, dass man das so aufmachen kann heutzutage. Finde ich ganz praktisch. Dann habe ich hier noch einen schönen Body. Vielleicht seht ihr das. Hier ist auf jeden Fall ein Kurzarm-Body mit einem Elefanten drauf. Finde ich auch ganz niedlich. Das ist natürlich auch ganz schön, wenn wir Fotos machen. Dann habe ich hier noch einen mitgenommen. Ich habe einfach mal eine kleine Auswahl eingepackt, weil ich noch nicht weiß, was ich dem kleinen Fratz an dem Tag anziehen werde, wenn wir Fotos machen. Und hier auch noch mal was mit Sternchen. Und das mit dem Sternchen, das passt ganz gut, weil ich habe ganz viele Sachen für ihn mit, in Blau mit Sternchen. Und das Zimmer ist auch so aufgebaut. Ja, die Sachen, die kommen schön in den Koffer. Und dann habe ich eine kleine Auswahl an Sachen, die ich dem Kleinen anziehen kann. Und wer weiß, vielleicht spuckt er mal oder wie auch immer. Dann noch ein Lätzchen.
Da dachte ich, ja, das muss ich jetzt mal einpacken. Süß, ne? Ja, Mami loves me. Voll. Dann habe ich hier noch zwei Spucktücher, zwei etwas dickere. Eins davon werde ich dann benutzen und das dann im Krankenhaus. Hier seht ihr das auch nochmal mit den Sternchen drauf. Die sind von Bellybutton. Und die werde ich auf jeden Fall, eins davon, in dem Krankenhaus Baby Bay auf die Matratze legen. Das ist hier so ein kleines süßes Set. Moment. Mit Jäckchen. Süß, ne? Oh. Da liegt hier mit so Taschen dran. Ja, das kann man auf jeden Fall anziehen, wenn wir nach Hause fahren. Oder auch für Fotos, wenn wir Fotos machen. So, ist auch in Größe 50, 56. Das finde ich total niedlich, weil ich liebe ja Elefanten. Das ist ja so süß, ne? Oh, dann liegt der hier so bei mir. Mit dem seinem süßen Popo. Ja, oder hier. Cute Friend. Ich liebe ja diese Farbe, ne? Dieses limettige Grün. Das finde ich total super. Das ist so erfrischend. Ganz toll. Ich sehe den schon da drin rumhüpfen. Super, ne? Ah, schön. Ja, ich weiß, ich werde jetzt wieder total albern. Und hier, das fand ich auch ganz süß, dieses Teil. Der Giraffe. Finde ich voll super. Und die kann man hier so richtig schön an der Seite aufknüpfen. Ganz modernes Teil. Ja, ein kleines Stylo-Baby. Ja, dann habe ich hier noch ein paar Söckchen. Aber ich glaube nicht, dass ich die brauche, weil die Strampler haben ja unten alle Füßchen. Und hier steht drauf, I love dad. Weil bei dem anderen Teil ist ja Mami mit drauf und jetzt muss der Daddy ja auch was haben. I love dad. Und hier habe ich noch ein Söckchen mit so kleinen Elefanten. Oh, sind die nicht klein? Jetzt mal ganz ehrlich, wenn das meine Hand ist. Guck mal, wie klein die sind. So kleine, süße Socken. Und dann habe ich hier auch noch Mom and Dad. Habe ich vom H&M. Ding, 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 ding. Hello. Ja, das passt alles gut zusammen. Und die habe ich auch letztens entdeckt in einem Laden. Und da war schon Noah mit eingestickt. Das fand ich total süß. Das ist so eine kleine Erstlingsmütze. Ganz niedlich. Ja, und natürlich, um an der Liste weiter zu bleiben, der Maxi Cosi muss ja mit. Das Stillkissen werden wir noch mitnehmen. Mein eigenes, man bekommt auch Stillkissen in der Klinik, aber ich möchte mein eigenes haben. Und eine kleine Wolldecke oder Fließdecke. Und da habe ich hier von Baby Glück eine richtig süße Kuscheldecke für den Kleinen. Wenn wir nach Hause fahren, dann kann ich ihn da einwickeln oder im Krankenhaus. Wenn wir da ein bisschen rumlaufen, dann kann ich ihn immer schön einwickeln. Und dann ist dem Kleinen auf jeden Fall warm. Ja, und last but not least stehen hier unten als letzte Passage Papiere. Also Mutterpass, Kopie bei der Personalausweise, Familienstammbaum, ganz wichtig. Denn hier kommt dann, unser Kleiner dann rein mit seiner Geburtsurkunde. Der kleine neue Erdenbürger dann, darauf freuen wir uns sehr. Aber das ist dann toll, weil hier ist unsere Eheurkunde drin und auch unsere Geburtsurkunden. Dann kommt unser kleiner Sohn mit rein. Ja, ein bisschen Geld sollte man mitnehmen. Vielleicht gibt man der einen oder anderen netten Schwester oder Hebamme ein kleines Trinkgeld. Und natürlich die Krankenkassenkarte nicht vergessen. Das, was ich noch anschließend einpacken möchte, was ich aber noch nicht reingetan habe, weil ich das noch brauche, ist Parfum, ein Nagellack. Ich weiß noch nicht, welchen ich mitnehmen werde, das weiß ich immer an dem Tag selber. Meine Hausschuhe, die brauche ich ja jetzt hier auch. Flipflops habe ich schon in den Koffer gelegt. Mein Kosmetikbeutelchen. Ja, mein Kindle, das brauche ich ja auch jetzt noch. Ein Rasierer brauche ich jetzt ja auch noch. Mein Lockenstab, das mache ich ja auch immer ganz gerne. Die kleine Spieluhr von dem Kleinen. Und ja, das war's eigentlich. Ja, jetzt habt ihr einen Einblick davon bekommen, was ich so mitnehme. Und ja, jetzt sind es nur noch genau 3 Wochen. Und vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Es ist irgendwie total aufregend, weil es kontrastiert jeden Tag richtig schön stark. Aber jetzt brauche ich mir keine Sorgen mehr machen, weil der Kleine ist jetzt termingerecht. Aber jeder Tag, welcher er noch länger bei mir im Bäuchlein ist, ist auch umso besser, weil dadurch wird die Lungenreife noch ein bisschen mehr angeregt. Und ja, dann kann ich einfach nur noch sagen,
Wir sehen uns nächste Woche wieder und dann zeige ich euch, was ich mit meinem Mann gemacht habe in seinem Kinderzimmerchen. Und also nicht im Kinderzimmer meines Mannes, das hört sich jetzt komisch an, ne? In seinem Kinderzimmer. Dann zeige ich euch das Kinderzimmer von unserem Sohn. Was denn? Und dann gibt es eine kleine Roomtour von mir. Und ja, das war's. Macht's gut und wo immer ihr auch gerade seid, passt immer schön auf euch auf. Tschüss.